Und damit herzlich willkommen zurück in Good Neighbor. Begrüßt euch Flash wieder. Und zwar haben wir beim letzten Mal den Wanda getötet, die eine Sync gerettet. Und wir gehen jetzt wieder in die Höhle der Erinnerungen, wo wir Das nennst du eine uns die Knarre? Wanda-Erinnerung schnappen. Beziehungsweise was damit ge nachher gemacht wird, weiß ich nicht. Vielleicht können wir diese Erinnerung auf Nick laden, was natürlich sehr, sehr geil wäre. Der Nick könnte mit uns reisen. Aber das werden wir gleich herausfinden. Du bist zurück. Das leuchtende Meer, Virgil. Was ist passiert? Chips entschlüsseln. Wird schon Ich habe Virgil gefunden. Er kennt einen Weg ins Institut. Aber ich brauche einen Runner-Chip. Ein Runner-Chip? Du hast gegen einen Runner gekämpft? Wahnsinn. Leider kann ich dir nicht helfen. Ich habe an einer Menge Synths gearbeitet, aber nie an einem Runner. Ich habe keine Ahnung, was dieser Chip macht oder wie man ihn entschlüsselt. Aber es gibt Leute, die das wissen könnten. Ich habe mal mit einer Gruppe gearbeitet, die... Nun, es sind die einzigen, die ich kenne, die das Ja. Sicherheitssystem des Instituts knacken könnten. Die Gruppe nennt sich die Railroad. Oh nein. Die Railroad? Sie helfen Synths bei der Flucht vor dem Institut. Ich weiß nicht, wer alles zu ihnen gehört. Meist taucht einer von ihnen auf, wenn jemand neue Erinnerungen braucht. Einer von ihnen hat mir mal eine Art Parole gegeben. Meinte, das würde mir helfen, sie im Notfall zu finden. Folgt dem Weg der Freiheit. Hast du eine Ahnung, was diese Parole bedeuten soll? Ich weiß nicht, aber ich glaube, es gibt einen Ort aus der Vorkriegszeit mit einem ähnlichen Namen. Vielleicht solltest du da anfangen. Ich hoffe, sie haben weitere Hinweise hinterlassen, damit du weißt, wo es weitergeht. Für Eingeweihte sollten die Hinweise leicht zu erkennen sein. So arbeiten sie meistens. Okay, ich werde sie ausfindig machen. Viel Glück. Ich hoffe es Tut mal. mir leid, dass ich dir nicht mehr sagen kann. Aber du wirst das hoffentlich auch so hinbekommen. Die Finde die Railroad. Höhle der Erinnerungen nimmt derzeit keine neuen Kunden an, Schätzchen. Ja, ich darf jetzt auch die Leute. Der hätte nichts da stehen. Kann ich mich eigentlich hinsetzen? Schade. Das ist eine Tür. Okay, ja. Die Railroad. Wär nur der Freedom Way. Eine einzige Möglichkeit. Und die könnte ich mit der Quest kombinieren. Aber wo fängt die Freedom Road an? Freedom Road. Utensilien. Diverses. Special. Flugsensor. Kacke. Kronach der Barbar, da gibt es mehrere Seiten von, stimmt ja. Eines Partners. Warte mal, da müsste es ja unter Whaleward irgendwas, warte mal. Gibt es aber nichts. Ich habe gar keine Option bekommen, dass ich irgendwas hier habe. Passwort. Willkommen zu Hause. Lunchboxen. Das ist der Forschung, sehr geehrter Detektiv.
Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Keine Ahnung. Nick, 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 Nick. Vielleicht warst du irgendwas. Hey, wie läuft's mit der Jagd nach Eddie Spender? Ich bin noch auf der Suche. Lass mich einfach wissen, wenn du sie gefunden hast. Der kann mir nicht helfen. Vielleicht kann sie mir doch nochmal helfen. Vielleicht kann sie mir einen Anhaltspunkt geben. Whale Road, Whale Road. Was mich überfragt. Und gefällt es dir in Good Neighbor? Ist eine irre Stadt, was? Irma. Gefällt dir die Einrichtung? Meine Geschäftspartnerin hasst sie. Sie meint, sie wäre nicht so der lustige Typ. Du willst wissen, wo die Memo-Sessel herkommen? Ach komm. Ein Mädchen muss Dr. Amari. Die Railroad kann den Runner-Chip entschlüsseln. Du musst sie nur finden. Der Geist ist etwas sehr Komplexes und du hast eine Menge durchgemacht. Sei vorsichtig da draußen. Ich sag sowas nicht oft, aber ich hoffe, der Himmel beschützt dich. Railroad. Ich weiß nicht mehr, wo die Railroad anfängt. Das Einzige wäre in Boston. Ne, auch nicht, oder? Was, Boston? Das war hier oben irgendwo. Super Supermarkt. Cameron Bridge. Das wäre die einzigste Sache, wo ich anfangen könnte. Aber das Problem ist, geht das Zeug bis hier unten hin? Da ist das Meer. Dann wäre da oben ein Außenposten. Oder die jagen halt hier durch komplett. Das heißt, die wären hier unten irgendwo. Zwei Möglichkeiten. Wie fangen wir am besten an? Finde die Railroad. Folge dem Freedom Trail weiter. Freedom Twail. Freedom Twain. Twain, Twain, Twain. Wollten wir nochmal ein Twain? Da, Oberland. Oberlandstation. Wäre die einzige Möglichkeit, den kompletten Freedom Trail zu verfolgen. Wenn wir das rausfinden, finden wir auch die Roadrunner. Müssen es in die Richtung. Das Ding wäre wäre da unten irgendwo. Da oben ist es nicht. Wir folgen der Spur. Egal wie lange wir jetzt dafür brauchen. Ich werde jetzt den Weg gemütlich weiterlaufen. Vielleicht finde ich die auch so irgendwann mal. Das wäre das Einzige, was ich anhaltspunktmäßig hätte. Ich habe die Mission damals nicht. Hatte ja, glaube ich, mit Paladin Dance als erstes gesprochen. Sollte nicht lang dauern. Alter. Alter. Wie OP ist das denn? Endlos. Nichts vergeuden, nicht wahr? Ja, gut. So, hier unten wäre es nicht. Wir müssten den. Ich folge einfach dem Ding jetzt weiter. Keinen anderen Anhaltspunkt, wie gesagt. Solange können wir auch die bisschen mal Fallout erkunden, beziehungsweise Carbon Wurf. Oh. Hi, Brian.
Endlich-Magazin, das ist natürlich heftig. Er kann es einfach durchjagen. Nie kein Nachladen mehr. Das Geräusch da, was das sein? Keine Ahnung. Wir spielen, kleiner Mensch. Für dich muss jemand ein großes Loch graben. Ja. Boah, das ist natürlich hier dieses unbegrenzte Mistding. Weiter geht's. Bis wir irgendwo ankommen. Das ist, oder ist das der Freedom? Ich glaube, wir sind nicht allein. Ich glaube, wir sind nicht allein. So, das hat sich damit denen auch erledigt. Welchen Weg? Ich glaube, ist erstmal egal. Kurz zwischenspeichern wie immer. Folge erstmal hier weiter. Ich wüsste keine Ahnung, wie gesagt, ich. Null Ahnung. Es gab mal. Mensch, wo war das denn? Also wie gesagt, das war jetzt, glaube ich, ziemlich am Anfang, dass wir die Mission bekommen haben. Moment. Moment. Diverses. Ich habe noch nichts weggeschmissen. Bücherei Kermitsch, der Fall von Eddie Winter. Special. Ach, Kacke. Gunner-Notiz. Können wir damit irgendwas machen? Gänswackelpuppe. Nachricht von Jack. Nachricht eines Partners. Ordner. Pitfall. Stählerne Bruderschaft, Erkundungsteam 429 Alpha, Seriennummer 3431. Es ist 3 Stunden her, dass ich meinen Notrufsender aktiviert habe. Noch immer keine Nachricht vom Paladin oder Ferris. Ihr Ziel war die Satellitenstation an der Küste. Vielleicht sind sie außerhalb der Reichweite. Meine Befehle lauten, diese Position um jeden Preis zu halten. Die gesamte Anlage wurde überrannt. Lange wird die Tür nicht mehr halten. Paladin Brandis, Sir. Es war mir eine Ehre. Kommt jemand? Soll den guten Herrn vielleicht mal helfen? Jetzt hast du ein Problem. Wir kommen an den Kühlmittelkreislauf auch in Ballung. Kriege ich eine Belohnung? Hallo? Du hast mir das Leben gerettet. Ja, klar. Bitte, für dich. Danke. Dankeschön. Die nehme ich auf jeden Fall gerne. Da hinten ist eine Satellitenstation. Boah. Ganz ehrlich, das ist, glaube ich, die eine der nervigsten Missionen. Freedom. Egal. Bleibt nichts anderes übrig.
als dem Spiel zu folgen. Oder zumindest was folgen. Nennenswert ist es. Ich folge jetzt einfach sinnlos den Schienen entlang, weil Freedom Road, Freedom Whale wäre eine Straße, aber es gibt nur zwei große Straßen, die man absuchen könnte. Und das wäre eine meiner Optionen, hier die Schienen entlang zu laufen. Das bringt uns immer irgendwo hin. Was war das? Da draußen ist was. Schau mal, wer da ist. Ich tue das hier. Scheiß Mischling. Scheiß bissigen Hunde hier. Haben wir wieder Kuhle rausgeschossen. Ah, da. War irgendwie schon zu einfach, das Zeug. Solange du das Zeug trägst, du spielst hier mit dem falschen Zeug. Gerade als ich dachte, man könnte sich doch noch gütlich einigen. Bei Ghoulen noch nicht, mein Freund. Jetzt kommen wir schon langsam außerhalb von der Karte, ne? Ja. Hier ist der letzte Außenposten. Mal gucken, was wir da noch drin finden. Aschebecher. Volkes Geld. Und Raider-Klammern. Gut. Das ist immer der Aschebecher. Ach, guck mal. Tollwütiger. Da kommt jemand. Seriöse Mann. Da unten ist auch noch ein Haus, aber ich glaube, das sind Mylocks. Mal gucken. Und dann sehe ich hier nichts. Da vorne ist so eine Farm. In der Richtung? Ja. Passt auch. Wir hängen deine Eingeweide. Noch kannst du weglaufen. Hausputz erledigt. Alter Schwede, was macht er denn da drin? Das ist ja gar nicht. Wow. Ach, Patron, mein Freund. Darauf hast du aufgepasst. Wahnsinn. Okay, was machen die wieder hier? Das. Und jetzt kehren. Ja, das ist offensichtlich da. Egal, wir können uns das vormachen, dass da auf jeden Fall noch was zum Entdecken gibt. Na, ich werde jetzt die Strecke in die eine Richtung jetzt noch ein bisschen erkunden. Ach, shit. Ja, ich werde das bis jetzt Rüstung. Da haben wir eine 20 Minuten Folge. Bisschen kurz, aber. Mein Gott. Was sollen die denn hier?
nach Thule. Wow. Deswegen machen die hier so einen großen Aufwand. Jetzt laufen die wieder zurück, oder was? Das war's. Wegen einem Ghoul. Jungs, das ist echt traurig. Hätte ich mehr erwartet. Aber wie man nach und nach weiter in außen. Okay, ich kann hier nicht weitergehen. Auch kann ich schon. Nein, Alpha Wand. Das war eine Alpha Wand. No. Ja, ich Option immer noch in die Richtung zu gehen. Wir haben das V ist noch da vorne. Ich weiß es noch, wir gehen noch mal hier oben. Oh, 14 Leute sind da mittlerweile. Ich glaube, wir müssen da noch mal hin. Wir werden uns jetzt so mal ein bisschen in den Städten ausleben und ich werde die Freedom Road, Freedom Trail Road suchen. Da macht mich echt kirre, dass ich die nicht finde. Kann ja nicht möglich sein. Ich habe damals die Quest angenommen, da kommt man ziemlich nah am Anfang. Ich glaube, die sollte man auch ziemlich möglichst am Anfang auch starten. Also nennt das wie hier. Hier fehlt noch ein Ding, Scheinwerfer. Man kann also die Luke zumachen, die kommt sowieso gleich wieder rein. Ich kenne. Betten zu wenig, das ist klar. Hoffentlich bist du nicht einer dieser Synths, die mich ausspionieren wollen. Oh doch. Betten. Da oben kann man bestimmt noch nicht reinstellen. Ah, die hätten vielleicht noch einen Platz. Ich muss mal wieder nach Diamond City. Die größte Stadt, die ich je gesehen habe. Da vielleicht noch Platz. Also, es gab ein paar Beschwerden über die Bettensituation. Wird sich drum gekümmert, Madame. Da kümmere ich mich doch jetzt gerade drum. Ein bisschen eure Bettensituation mal ein bisschen ausreizen. Und euch mal ein paar Betten hier hinstellen. Hier oben passt noch eins ganz gut rein, oder? Ah ja. So. Na. Will die Matratze nicht loswerden. Essen und Trinken stimmt alles. Hier ist ein Siedler. Der Truhe. Ja, das passt erstmal. Also zumindest erstmal das hier fertig haben. So, jetzt habe ich noch Vorgabe. Alter, warum? Warum kommen denn so viele? Dann geht's auf einmal los hier. Alter, was ist denn jetzt hier los? Komm auf einmal die ganzen Ghule her. Oh, danke, dass du mir geholfen hast, sie abzuwehren. Wilde Ghule sind eine Bedrohung für uns alle.
Ich töte jeden, den ich sehe. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Naja, wir wissen die Hilfe zu schätzen. Lass uns handeln. Okay. Haben die kein... Warum hast du das nicht genommen, du alte Trolle? Brauchst du eine Munition davon? Nee. Hey, ich wollte mich nur mal kurz vorstellen. Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Na klar. Was du denn, 45er? Er hat da 45er drin. Komisch. Irgendwas Nützliches? Da muss ich mich auch noch mal ein bisschen durchchecken hier. Mein Rücken tut weh, meine Füße tun weh, alles tut weh. Können wir ein paar Sachen tauschen? Schieß los. So, die hat das Kampfgewehr. Sie kriegt auch 45er Munition. Ja, da muss ich mich noch ein bisschen einchecken hier, dass das funktioniert. Aber jetzt müssen wir mal gucken, dass das ein bisschen... Ich wollte hier oben gerade einen Strahler drauf packen. Hier auf der Seite, da die ein bisschen... Soll ich da vielleicht so eine Treppe hoch machen? Holz. Treppen. Denke ich. Mein Gott, die Ollenkuhle. So. Treppe. Warte mal. Ich muss da irgendwie hochkommen, oder wir machen ein fertiges Ding hier hin. So. Ich stelle so ein 4x4 auf hier. Als Art Wachturm. Okay, wo da noch einen hin? Das ist super. Nice. Sind wir Wände? Klatschen wir einfach hier unten Wände dran. Da hinten eine Tür. So. Machen wir hier Art Indoor-Wachturm. Da machen wir nicht Beleuchtung dran. Also kleine. Zack. Das ist ein bisschen blöd. So. Stromgeneratoren. Und den Zehner hier im Ballern. So. Licht. Ne, da gehen wir gleich auf die vollen Ganzen, gehen wir gleich auf Schutz. Scheinwerfer. 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 Schallwerfer.
Munition, da das nicht genug Schutz ist. Wie kann ich davon... Ja, werden wir mal ein paar bauen, ne? So, ich glaube, das wollen die Leute sich jetzt mal überlegen. Natürlich, das würde mich so als Anwohner so stören, so wenn die ganze Zeit Funzeln so bei mir ins Haus reinleuchtet, aber ist ja egal. Soll ja der Schutz sein hierfür. So, jetzt brauchen wir fürs Brahmin. Komm, eigentlich. Kriegen wir hier was hingebaut? Können wir fürs Brahmin hier irgendwo was anbauen? Bleibt das Brahmin jetzt dann drin. Ich muss irgendwie da dran. So, einlagern. Zack. Von einem Zaun hier. So. Kann man noch hier drüber gehen. Das ist ja fast egal. Nicht dazwischen. Na gut, immerhin. Ramin, komm. Bring hier. Geh mal an deine Futterstelle, das kommt ein bisschen besser für dich. So, den Tower können wir da so lassen. Erstmal, ich werde das ein bisschen alles ummachen. Licht habe ich ausgemacht, Betten sind genug drin. Und ich würde mit sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal auf der Freedom Road. Freedom Road, ja. Wir sind auch bei der Whale Road. Bei dem anderen ist es ja der, bei dem Freedom Trail. Das wird sich beides wohl kombinieren. Ich möchte es hoffen. Und damit würde ich sagen, wenn es euch wieder gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da. Danke fürs Einschalten. Bis dahin, euer Flash. Tschüss.